Mit dem Exportwerkzeug können Sie Daten aus dem TypeScript-Repository samt Ihrer Metadaten auf einen lokalen Datenträger speichern. Wählen Sie zum Starten des Exportwerkzeugs in der Menüleiste Datei aus TypeScript exportieren aus. Um das Exportwerkzeug zu verwenden, muss eine Perspektive geöffnet sein. Alternativ können Sie im Navigator oder der Suchergebnissicht durch Rechtsklicken eines Objekts im Kontextmenü aus TypeScript exportieren auswählen. Objekte, die Sie exportieren wollen, können Sie mit Drag and Drop in die Exportsicht ziehen. Durch Klicken der Schaltfläche Entfernen können Sie ausgewählte Objekte aus der Liste der zu exportierenden Objekte entfernen. Das Exportwerkzeug legt beim Exportieren für jedes Objekt zwei Dateien an. Neben der Datei, die den Inhalt des exportierten Objekts enthält, wird eine zweite Datei mit den dazugehörenden Metadaten auf dem lokalen Datenträger gespeichert. Nachdem der Exportvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Exportspezifikation wahlweise als TypeScript-Objekt oder als lokale Datei speichern, um Daten mit den gleichen Einstellungen und Dateinamen erneut im oder exportieren zu können. Zum vollständigen und korrekten Speichern der zu exportierenden Daten ist die Speicherung dieser Spezifikation jedoch nicht notwendig.